Hallo, herzlich willkommen zurück im einsamen Ark. Wir wollen gleich mal schauen, was unser Parasaurus da draußen macht. Festgestellt habe ich, dass wir nicht mehr allzu viel Holz haben und wir uns nebenbei vielleicht auch darum kümmern sollten. Also ziehen wir mal los. Der liegt ja da hinten noch schön betäubt. Wir werden mal gucken, dass wir unseren kleinen Freund hier nicht zu lange allein lassen. Wer weiß, was hier alles so passiert. Aha, in der Zwischenzeit. Wir gehen mal hin. So, Freunde, ihr müsst mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Danke auch sehr. Hier hinten auf der Ecke ist aber auch was los. Meine Güte. So viele Tiere. Wir sehen schon da liegen. Und so viele Stegos und Brontos und mein. Das ist ja. So, hallo, na, wie bist du denn? Wie weit bist du? 39%. 41. Sehr gut. Wir haben keine Narkotics mehr, ne? Das gefällt mir nicht. Wir müssen irgendwie noch was dagegen unternehmen. Wir brauchen noch Narkotics. Ich habe noch 6 Beeren. 6. Und hier kriege ich nur Fasern, oder was? Ist nicht euer Ernst jetzt hier. Toll. Ich wollte mich eigentlich um Holz kümmern, nicht um Narkobären schon wieder. Aber wir müssen wahrscheinlich nicht, dass er uns aufwacht, dann haben wir gar keine Hilfe. Und mach doch. Da siehst du. 8. 9. Wow. Ja, es ist der Hammer. Aber wir müssen ein bisschen was unternehmen, das nützt nichts. Oh Gott. Ich brauche Narkobären, Mensch. Ja, nee. Also irgendwie. Mit Narkobären ist echt schwierig hier. Das will ich mal gesagt haben. Ach komm, gib mir doch ein paar. Ah ja, gut. Das sind zwei. Jetzt haben wir 11. Ist jetzt auch nicht die Welt. Aber wir können schon mal 2 Narkotics herstellen. Wir bewegen uns mal so Richtung Heimat hier. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Bären. Mal gucken. Vielleicht, dass wir so 15 zusammenkriegen, dann können wir so 3 Narkotics eben nochmal reindrücken hier. So, lauf, lauf, lauf. Go, go, go. Alter, dies Geflücke, ja. Ah, 15 haben wir schon mal. Sehr, sehr gut. Aber es ist wirklich rar mit den Narkobären. Das war schon immer so ein. Schlimm ist es. Hunger haben wir auch. Warte mal. Genau. So, wir rennen weiter Richtung Haus. Und ich hoffe, wir kriegen dabei noch ein paar zusammen. Es gibt ja pro 3 Büsche oder so immer mal so 2, 3 Bären. Das ist jetzt nicht wirklich viel. 18. Mann, Mann, Mann. Mir dies gesammelt. 18. Komm, gib mir schon noch 2, dann kann ich. Da sehr gut. So. So, wir stellen die 4 Narkotics jetzt gleich erstmal her. Ich renne jetzt erstmal nach Hause. Drücken ihm davon was rein und dann kann ich immer noch ein paar Beeren pflücken gehen. Aber erstmal gehen wir das Zeug jetzt herstellen. Am Anfang ist das immer so schwierig. Man hat kaum Ressourcen und irgendwas. Und am Anfang ist es echt problematisch. Nachher, weißt du, wenn du kaum noch was davon brauchst, dann hast du Schränke voll mit dem Scheiß. So, 4 Stück, stell mal her. Ja, 1. Oh, das dauert auch so lange, ja. Aber gut ist, wir haben ja schon mal den Sattel gebaut, sehe ich gerade, ja, das war letztes Mal, ne? So, wir haben jetzt da 4 Stück. Wir rennen mal zu ihm hin und verabreichen ihm die Teile mal. Oder weiß ich nicht, wie viele? 2, 3. Mal schauen, wie wir das hinkriegen.
Gott, der liegt aber auch weit weg. Ich sehe dich. Nee, gar nicht. Das ist eine Anke. Wo ist er denn? Ah, da liegt er. Okay. Ah, das ist noch ein ganzes Ende. So, hier, Madame, Vorsicht, rechts vor links, ja? Ja, toll, kommt von rechts. Hätte auch noch Vorfahrt gehabt. Ja, egal. So, auf geht's. Ja, fress schön, mein Kleiner. So, pass auf. Bevor du, oh Gott, bevor du aufstehst. Hier und dann. Die drücken wir ihm alle rein, egal. Die ganzen Bären kann er haben. So, mal gucken. So, wir sammeln noch mal ein bisschen. Vielleicht kriege ich noch ein paar Narkobären zusammen. Ich hoffe mal. Aber es hat natürlich den Vorteil, dass wir uns mit Fasern nachher totschmeißen können, ja? Die brauchen wir ja nun leider auch mal für alles. Mein Gott, die Stegos hier, das ist auch Wahnsinn. So, mal gucken. Nicht eine Narkobeere bis jetzt, nicht eine. Das ist doch nicht wahr. Komm, komm. Gib mir doch mal ein paar Narkobären-Egg, brauch die. Nichts zu machen, nichts zu machen. Ja. Nicht eine, drei Büsche, vier Büsche, nicht eine Narkobeere. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Doch eine, wow. Eine, wir haben eine Narkobeere. Ich glaube das jetzt hier alle nicht. Wie lange muss man dann da sammeln? Ist doch Wahnsinn. Hallo, Herr Stego, ich wäre sehr glücklich, wenn Sie mich nicht über den Haufen laufen. Haufen laufen. Danke. Wie auf Befehl. So, mal gucken, wie viel die Narkos bei ihm jetzt gebracht haben. Oder ihr, ihm, ihr. Nicht so sehr viel. Bei ihm ist es ein R. Na, mal schauen. Was geben wir ihm denn für einen Namen? Also, ich hätte ja gern so einen ganz bekloppten Namen wie Horst oder so. Entschuldigung an alle Horsts. Aber. Ihr könnt ja auch nichts dafür. Mein Name ist auch nicht besser. Aber so Horst wird doch heute kein Kind mehr genannt, oder? Dieser Name wird wahrscheinlich aussterben. Das ist ja. Oder wer nennt sein Kind heute noch Horst? Das war damals. Also das ist ja auch dann die ältere Generation. Davon habe ich wahrscheinlich sehr viel weniger Zuschauer. War jetzt auch keine Beleidigung. Ja, ich hätte ihm ja auch die Narkobären so reingedrückt, aber das verringert die Effizienz und er kriegt sowieso schon so wenig Level dazu dann. Ja. Wir bewegen uns nochmal Richtung zu Hause. Ich habe jetzt sechs Narkobären. Vielleicht kriegen wir bis da noch ein paar, sodass wir ihm vielleicht noch einen reindrücken können irgendwie. Mal gucken. Sechs Narkobären, ey. Das halbe Land hier abgegrast, weißt du? Danke. Vielleicht rennen Sie mich mal nicht um. Danke sehr. Ey, sechs Narkobären, das ist doch ein Lacher. Sieben. Yay. Oh Gott. Echt, das kann ja dauern. Neun. Ja. Das gab drei von einer Pflanze. Und dann hast du drei Pflanzen, dann kriegst du gar keine. Also irgendwie ist das ja auch komisch alles, oder? Meine Güte. Naja, gut. Wir müssen wohl damit leben, was wir kriegen. Und hier ist so viel los. Was ist denn hier los? Aber das ist ganz gut. Da können wir uns nachher noch ein bisschen Leder schnappen, denke ich. An den armen Tieren, die wir bohlern können. Das ist schon gemein. Aber gut. Was willst du machen? Zum Überleben. Nicht verkehrt. Nicht eine Narkobeere. Neun Stück. Gib mir doch wenigstens noch eine, dann kann ich noch zwei Narkotics herstellen. Mein Gott. Nix ist hier.
Ah. Nö. Wir rennen mal ein Stück ans Haus und nehmen da mal die Pflanzen. Vielleicht habe ich hier auch schon zu viel abgegrast. Mal gucken. Vielleicht, wenn wir den Respawn haben von den Pflanzen, dass das hier nicht so viele Narkosebeeren gibt. So, mal gucken hier. Oh, nicht wirklich. Unser Kleiner wird ja noch einen Augenblick liegen und schlafen. Das ist schon okay. Ja, aber ein bisschen so dachte ich jetzt so zur Sicherheit. Oh, wow. Narkobeeren-Samen, ja. Aber keine Narkobeere. Doch jetzt eine. So, jetzt haben wir 10. Können wir von den Dingern noch 2 herstellen? Machen wir auch. Rinnen mit uns. Da ist er. Narkobeeren rein. Und nochmal 2 hergestellt, schnell. Es ist alles ein bisschen kompliziert hier. So, nachher hast du die Schränke voller Narkotics, weißt du? Die Schränke voll. Ja, schön. Ich hoffe, der Spielsound ist nicht so laut. Ich habe den ein bisschen runtergedreht, weil ich gemerkt habe, ich bin da doch ziemlich leise zu hören. Warte mal ganz kurz. Genau, ich muss das in meinem Kopfhörer mal ein bisschen leiser drehen. Ich höre mich selber nicht mehr. So, mal gucken hier. Na, wie ist? Oh. Müssen da unbedingt die Narkotics reindrücken. Ja, das ist jetzt nicht so witzig, dass der gleich aufsteht. Wir haben den gleich zu Ende gezähmt und dann so ein Scheiß. Echt. Jetzt echt nicht wahr. Ich will nicht, dass der aufsteht, weil hier nur Fasern, Fasern, ey. Wir haben jetzt so viel da reingebuttert, das wäre jetzt echt doof, wenn der aufsteht. Richtig doof. Also sammeln wir noch ein bisschen. Schnell mal eben. Oh, bist du nur am Pflücken, am Pflücken. Oh Mann. Ey, der darf jetzt nicht aufstehen. Das wäre so scheiße. Aber es wäre so ein typischer Anfänger-Fail. Rennen Sie mich mal nicht über den Haufen. Mann. Freches Tier. Ey, 2 Narkobären, bei der Sammelei. Der steht gleich auf und ich kann nichts machen. Ich glaub das nicht. Echt nicht normal. Ja, mir ist kalt. Ja, ich musste mal die Dinger so reindrücken, wa? Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Wir müssen den jetzt erstmal so halten. Nützt nichts. Der steht gleich auf. So, sammel, sammel, sammel. Und nicht eine doofe Narkobeere. Ich glaub das hier alles nicht, ey. Eigentlich, mir fällt gerade ein, wenn ich jetzt hier nichts mehr finde, kann ich dem nicht nochmal einen Pfeil reindrücken, obwohl dann, naja, geht die Effizienz ja auch runter, oder? Weil ich dem einfach noch eine schieße so. Schwierig, schwierig. Wir können ihm auch das hier alles mal rübergeben. Ja, das jetzt eigentlich nicht. Und das auch nicht. Oh Mann, wir müssen ihn jetzt irgendwie betäubt halten. Das hilft nichts. Aber ich will dem jetzt auch. Naja, wenn ich dem jetzt einen Pfeil reinschieße, dann hat er ja richtig Betäubung. Allerdings hat er dann auch Schaden und kriegt nicht so viele Level.
Wenn ich ihm allerdings die Narkobären jetzt blöderweise so reindrücke, gehen die Level auch runter, oder? Gut, ich meine, hallo, es ist ein Para. Der hat so schon Level 62 und würde uns sozusagen erstmal reichen. Oder nicht? Ah. Darum geht's jetzt ja auch gar nicht. Der soll gar nicht Level 100 leck mich am Arsch werden, sondern einfach nur. Wir brauchen einen zum Bärenfarmen und vielleicht sollten wir einfach nur sehen, dass er betäubt bleibt. Das würde eventuell ja schon reichen. Oh, kann der Regen mal aufhören? Wo ist er denn jetzt? Da. Ich werde hier doch gleich wieder über den Haufen gerannt, ey. Da sind sie eine einzige. Ich glaube das jetzt hier alle nicht. Naja, aber. Ey, komm, ich drück dem mal einen Pfeil rein. Pass auf. Schön hier unten. Bäm. Ah, steigert sein Torpor hoffentlich ein bisschen. Dauert ja auch einen Moment. Oder? Im Gegenteil. Oh, nee, du. Oh, endlich der Regen vorbei. Wenigstens das. Mein Gott, gib mir doch ein paar Narkobären. Du kriegst hier alles, aber keine Narkobären. Ja, das wird jetzt eng hier. Nicht so gut. Alle möglichen Bären. Also das ist schon, ja. Hallo, Herr Frau Bronto, würden Sie bitte nicht auf meinem Para rumtrampeln? Vielen Dank. So, die drücken wir nur noch ein. Ah, wir müssen ein bisschen gucken, weil es hilft nichts. Ich muss den jetzt so betäubt halten. Ist nicht schlimm, ist unser Anfängertier. Solange wir das nachher nicht beim High-Level Rex machen oder sonst irgendwas, glaube ich, ist uns das relativ egal, oder? Wir haben einen Sattel. Wir können dann richtig Bären farmen, der kann das ja ganz gut. Es ist unser Anfängertier und ja, das muss jetzt nicht die absolute Effizienz bekommen hier. Das schaffen wir auch ohne. Ist okay. Ist okay. Ich war vielleicht ein bisschen unvorbereitet. Was ist hier los? Ein Gewimmel von Tieren. Der Hammer. So, komm her, mein Freund. Hier haben wir noch zwei, die kriegst du auch. Geht ein bisschen hoch, hat 92%. Wir brauchen echt nicht mehr viel. Wenn noch zwei, vier reindrücken, wenn wir noch welche finden, heißt das. Dann sollte das reichen. Da sind schon mal zwei Narkobären. Also tut mir leid, dass wir hier nur am Bären sammeln sind. Das ist wahrscheinlich auch nicht so interessant. Ach, aber wir müssen ihn jetzt irgendwie betäubt halten. Das hilft ja nichts. Ich will nicht, dass der aufsteht. Ich will den, dass er aufsteht, wenn er ausgezähmt ist. Ja, aber nicht so. Wir wollen ihn ja haben. Oh, gib mir doch schon noch zwei. Das kann ja nicht sein. Von den anderen Bären habe ich, glaube ich, schon 1000 Stück oder so. Mando, komm schon. Hier wächst gleich kein Gras mehr, weißt du? Aber ich habe nur zwei Narkobären gefunden aus dem ganzen aus dem ganzen Land hier. Schwierig, schwierig, schwierig. So, jetzt haben wir vier. Ich drücke ihm die nochmal rein. Muss irgendwie gehen. Oh, das muss gehen. Komm her, mein Freund. Die gebe ich dir noch. So, er kriegt noch 21 Level. Doll ist das nicht. Aber er hat schon 98%. Vielleicht, dann brauchen wir auch nicht mehr lange.
Aber sicherheitshalber gucke ich nochmal, ob ich noch ein, zwei Bären hier zusammenkriege. Narkobären. Nicht, dass der mir auf dem letzten Millimeter hier aufwacht, dann flippe ich aus, ey. Nicht eine. Es kann einfach nicht sein. So, weiter, weiter, weiter. Oh, da haben wir noch eine. Eine. Eine blöde Narkobeere, ey. Ich glaub das nicht. Echt mal. Komm, noch eine. Wenigstens noch eine. Jo. Jetzt erstmal. Der steht. Er ist doch schon fertig. Ah, er steht. Hallo, Level 83. Ja, das klingt doch gut. Hier hast du einen Sattel, mein Freund. Klasse. Lass dich mal anschauen. Du siehst aus wie ein Horsten. Ein Horsten. Ja, pass mal auf, das machen wir so. Ich gebe dir mal einen Namen. Option, Namen ändern. Du heißt jetzt Horsten. So. Nee, Horten. Warte, ich hab das S nicht richtig. Horsten. Ja, hallo. Dann wollen wir mal los. Horsten. Hey, cool. Gucken, ob er das hinkriegt. Ah, der farmt ganz anders Bären, ey. Sehr gut. Ist das cool? Wir sind jetzt beritten. Und farmen gleich mal ordentlich Bären. Sehr gut macht er das, unser Horsten. Straight holt er die ganzen Bären. So, ich will mal kurz reingucken, wie viele Narkobären sammelt der so. Guck mal, der hat gleich 37. Noch Fragen? Ich sammle mir einen Wolf für 3. Hammer. Komm, Horsten. Auf dem Weg nach Hause nehmen wir noch ein bisschen was mit. Genau. Ja, Level 83. Ist doch ganz nett. Oder? Oh, nicht getroffen. Horsten, langsam, du musst treffen. Genau, so ist gut. Sehr gut. So, wir haben unser erstes Tier. Juhu! Unser Horsten. Sehr schön. Ein orange-schwarzer Parasaurus. Namens Horsten. Jo, dann machen wir uns auch bald dran. Erstmal brauchen wir sowieso noch Holz. Und bauen ihm mal eine kleine Stallung hier irgendwie noch. Wir wollen ja nicht, dass unserem Horsten was passiert. Das wäre jetzt ganz doof. Was der für Geräusche macht, ey. Horsten, du bist der Beste. Ja. Ich häng fest. Horsten, dreh dich, mein Freund. Genau. So, pass auf, Horsten. Wir stellen dich mal hier hin. Oh, Ruckel. Alles klar. So, dann würde ich sagen, ich stelle mal dein Verhalten nochmal um, und zwar auf, wo ist denn das? Nicht greife Ziel an, sondern auf neutral. Du sollst dich natürlich auch verteidigen, wenn irgendwas ist. 127 Narkobären. Ja, das ist doch meine Hausnummer. So, auf geht's. Das sieht schon ganz anders aus. Ab in den Mörser damit. Da. 26 Narkos können wir hinstellen, herstellen. Das ist super. Hier brutzelt noch fleißig das Metall durch. Sehr schön. So, dann nehmen wir uns jetzt Horsten und holen uns Holz. So, Horsten, wir müssen Holz holen, damit du auch einen Stall bekommst. Und du darfst es tragen. Der wird sich freuen. Der Arme. Okay, also auf Horsten. Auf geht's. Na. Klopp, klopp. Ich hoffe, dass das funktioniert mit dem Sound jetzt hier. So, Horsten, du kannst mir mal folgen. Genau, komm mal mit. So. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu laut.
So, Horsten, komm mal her. Ich will dir schnell das Holz schon mal rein. Und dann holen wir noch ein bisschen was. Also ist es eigentlich so, dass diese Geräusche wenn man jetzt Holz fällt und so, hatten die das eigentlich schon immer? Ich glaube, das war von Anfang an, ne? Oh, Horsten hat ein Level. Was machen wir damit? Na, Gewicht hat er ja genug. Wir geben ihm erstmal ein bisschen Leben. Das ist gut. Ich habe auch ein Level. Schrei doch nicht so. Alter! Wir nehmen noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, ein bisschen Movement Speed. Immer gut. Ich will aber, dass Horsten genug Leben hat. Wenn was ist, dass ihm nichts passiert. Oder nicht sofort. Ne, Horsten? Mein Freund, Level 84. Naja. Lachst du mich aus oder was ist? Das ist ein ganz frecher Horsten. Habt ihr das gehört? So. Wie er aussieht, ey. Hossen, du bist ein ganz schicker. Ich finde dich toll. Yeah, wieso bist denn du da eigentlich noch verletzt überall? Was ist denn hier los? Bist du noch nicht geheilt? Ach so, nee, ich hab dir ja Leben gegeben. So, wir schnappen uns jetzt Horsten, reisen kurz nach Hause, laden das Holz ab. So, wir können ihn hoffentlich vor die Tür stellen. Ue. So, Gott sei Dank haben wir S Plus. Also, was heißt, Gott sei Dank, wir haben ja jetzt auch die andere Geschichte ist ja. Ist das Ding voll oder was? So, kann ich hier noch was reintun? Ich hätte gern Holz. Hier so. Horsten. Nehme ich. So, das Holz haben wir. Okidoki, dann würde ich sagen, für diese Folge war es das erstmal. Wir haben einen neuen Freund, unseren Horsten. Ganz klasse. Und der wird jetzt für uns Bären fahren, bis der Arzt kommt. Und dann werden wir uns demnächst auch was Größeres zähmen können. Sehr gut. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Mir macht es echt unheimlich Spaß. Also bis dahin. Macht's gut. Bye bye.